Es hat schon etwas mega Feines, so ein Honigschnittli. Vor allem ist es auch mega schnell gemacht am Morgen. Super für mich. Aber heute machen wir dem Honigschnittli Konkurrenz. Da bin ich gespannt. Ah, das Kakao-Hirsen-Porridge. Mhm. Aber es hat extrem viele Zutaten drauf. Das geht doch Ewigkeiten, nicht? Ja, wenn man das jeden Morgen frisch macht, schon. Aber das tun wir vorbereiten. Da kann man eine Mischung machen. Komm, wir machen gerade zusammen. Gut, also let's go. Was brauchen wir alles? Vermutlich hier Haferflocken. He? Mhm. Wie viel brauchen wir? Haferflocken ist das Typische für das Porridge, das Original. 250 Gramm. Genau. Okay. Und was kommt noch drin? Und wir machen natürlich jetzt ein bisschen cleveres oder spezielles Porridge. Und darum tun wir noch Hirse drin. Mhm. Kennst du Hirse? Nein, brauche ich eigentlich sonst nie. Warum Hirse? Ja, es gibt so eine Vielfalt an Getreide. Und die meisten Leute essen einfach immer Weizen. Oder vielleicht noch gerade Hafer eben so zum Morgen. Und das ist eigentlich schade, weil Hirse ist ein Schweizer Getreide, ist reich an Mineralstoffen, ja, ist eigentlich gerade so wertvoll wie andere Getreide. Und eine gesunde Ernährung besteht eben eigentlich aus einer Vielfalt. Und das sollte man ein bisschen abwechseln. Ja. Wir haben hier noch weitere Zutaten. Was haben wir alles? Noch ein bisschen Samen. Was sind das für Samen, die du drin tust? Noch hochwertiger. Hier haben wir Leinsamen. Mhm. Und dann das sind? Und das sind Hanfsamen. Hanfsamen? Ja. Okay. Ui, da gibt es gerade ein bisschen Sauerei. Ja. Dann vermutlich Kakaobohnen, oder? Die wir hier haben. Ja, das ist, und da haben wir noch ein bisschen Vanille. Mhm. Was haben wir da? Und ich tue aber auch noch gerne ein bisschen Kardamom rein. Ah, das ist dann so ein bisschen für den Geschmack? Ja, wir machen es jetzt mal ohne Zucker. Mhm. Haben wir noch einmal den Deckel? Sonst nehmen wir den da. Alles schon mal drin? Ja. Gut, dann nehmen wir es mal schütteln. So, ich habe das glaube ich, fertig gemischt. Warum machen wir das eigentlich selber? Wir können ja so Mischungen auch kaufen. Also ich also nicht immer so gern geschmacklich. Und die fertigen Mischungen haben auch viel Zucker drin. Und hier können wir jetzt selber eigentlich, entscheiden, wie viel Zucker das wir rein tun wollen. Mhm. Und hier tun wir eine Portion anrühren mit Wasser, ganz original. Bei 2 Dezi Wasser ist jetzt so drin? Da. Ja. Es schmeckt schon mega fein. Da bist du fast schneller als beim Honigschnittli streichen. Ah, ist schon fertig? Ja. Ah, gut, also perfekt. Da haben wir jetzt aber keinen Zucker drin, gell? Ja, ich würde sagen, ich schlage vor, dass wir es mal ohne probieren. Das machen wir doch. Mhm. Wollen wir noch ein bisschen Zucker dran? Ja, ich bin ein bisschen fett. Ja. Was tun wir dran? Ein bisschen Ahornsirup kannst du drüber tun. Mhm. Man könnte auch Zucker oder Honig. Ah, und Sirup finde ich jetzt einfach gäbig, weil es so flüssig ist. Oh ja. Leicht ein Unterschied. Ja, nicht nur nicht. Ich würde sagen, das ist ein recht grosser Unterschied. Jetzt haben wir hier noch Toppings. He? Ja, jetzt wäre das langweilig, wenn wir das immer nur so würd essen. Mhm. Und darum kommt jetzt hier noch... Soll ich da Birne mal noch schneiden? Ja, kannst Birnenschnitzen machen. Ich tue hier jetzt noch ein bisschen Kokosflocken drauf. Haselnüsse, die könnte man jetzt auch noch anrösten, wenn man Lust hat. Aber eben, es muss ja schnell gehen bei dir. Ja, das ist wirklich so. Ich habe nach 20 Minuten am Morgen, wo ich das Morgenessen duschen und brauche. Und noch ein Kakao-Nips. Die sind auch völlig einfach nur Kakaobohnen ohne Zucker. Und hier haben wir, was haben wir da noch? Da haben wir noch Sojamilch. Die kannst du jetzt auch noch so ein bisschen drüber leeren. Gibt ihm jetzt auch noch ein bisschen Geschmack und ein bisschen Cremigkeit. Okay. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir noch mal. Mhm. Guten. Mm. Ja, sehr fein. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir essen hier noch etwas weiter. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhause nachkochen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.